So, herzlich willkommen zu Cruisecader Spind. Ja? Oder dem Inzest-Simulator, oder wie man auch immer das nennt. Wir haben Indien bespielt und sind aktuell das Dasarath Raj. Wir sind der Raj von Jakhant. Ich habe keine Ahnung, was ein Raj ist, aber wir sind sowas wie ein Graf. Ja, wir haben eine Grafschaft. Wir haben Kinder, wir haben Erbteilungen, wir haben auch eigentlich damit kein Problem, weil unser Haupterbe kriegt immer die gesamte Grafschaft, den Herzogtum, ja, das hier. Die Grafschaften werden dann teilweise aufgeteilt, aber das ist auch kein Problem, weil wir können die auch immer noch enterben. Ja. Es wurde Krieg geführt und wir sind bei einer, beim Ausbau hier, ne? Ausbau. Ich weiß nicht, eine Stadt darf mir, glaube ich, nicht gehören. Ich muss Burgen bauen. Naja, werden wir sehen. Mal sehen. So. Genau, Feudalisierung von Stammesmitgliedern. Ich weiß nicht, ob ich das noch machen soll. Ich glaube, wir haben es abgebrochen, weil das ja eh vererbt wird. Aber am Ende des Tages müssen wir es so oder so machen, ja. Oh, unser Bündnis ist ausgelaufen. Das ist mit dem hier oben, ha? Der hier. Aha, okay. Wie sieht das jetzt bei uns aus? Was haben wir denn noch für Bündnisse? 3000. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was. Ich werde mal weiter meinen Rat, meinen Spitzel rumschicken. Wir haben zumindest unsere Fähigkeiten mit dem Rat ein bisschen aufgebaut. Unser langfristiges Ziel ist es, tja, wir könnten hier ein Königreich gründen, tatsächlich. Aber wir müssen erstmal schauen. Hexe. Bin ich ein Hexer? Ah ja, ich bin ja auch ein Hexer. Weil ich so schlau bin, ne? Ja, geben wir auch Hexer. Hexerei! Ja, bisschen Hexerei machen, Chat. Dies, das, Ananas, wa? Bisschen rechts und links. So, wir haben einen neuen Lebenswandel. Untertanerpressung, ja, gut. Wir werden habgierig weiter. Wir wollen Geld. Wir brauchen Geld. Wait a minute. Enkel von euch. Ah, das ist der Sohn des Haupterben. Das heißt, der ist der aktuelle, genau. Ja, wir können mit dem ein Bündnis machen. Der ist zwar aktuell schwach, aber das ist doch in Ordnung.
400 haben oder nicht haben, ne? Hier wird die Entwicklung weiter ausgebaut. Wir können unseren... Was kostet das? 237. Das ist vielleicht etwas, das wir machen können. 237. Alternativ müssen wir für die Umstellung... warte mal. Ja, wir müssen den Glauben hier oben noch verändern. Was denn jetzt? Verlöbnis arrangieren. Meine Tochter mit dem da. Die Entscheidung der Religion steht noch an. Wir haben die Religion, wir haben unsere Kultur umgewirbt. Was ist mit der Religion? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mit dem hier irgendwas zu tun haben will. Er könnte uns natürlich bei einem Aufstand extrem nützlich sein. Weil wenn wir mal gucken, dann ist das hier schon ein bisschen kritisch. Also werde ich das mal annehmen, glaube ich. Ich glaube, ich nehme das an, ja. Damit haben wir ein Bündnis geschmiedet hier oben und wir leben immer, wir könnten jetzt, wenn unser Lehnsherr irgendwann mal richtig verkackt, Digga, dann können wir hier richtig reingehen. Gefährliche Fraktion. Ja, die hier unten, ne? Die haben halt die Volksmeinung, das ist ein Problem. Also wir finden auf jeden Fall keine Geheimnisse gerade. Unser Ratsmitglied ist gestorben mit 50. Das war der Ratskanzler. Neunzehn ist aber ganz gut. Nehmen wir mit rein. Entwicklung in unserer Hauptstadt wird gepusht. Krieg läuft noch einigermaßen okay. Schauen wir mal, was hier noch passiert. Oh, wir haben eine Beeinflussung von dem hier. Das ist einer unserer Vasallen. Unser Sohn. Schlau. Und kaufmännisches Genie. Bro. Wie kann denn ein kaufmännisches Genie sein? Wenn er nur 5 Verwaltung hat. Hä? Bin ich bescheuert? Jetzt hat er mehr. Hä? Das war ja weird. Verlobte können heiraten. Warum sieht denn die so aus? Bro, wer ist das? Wer ist das? Oh, die hatte mal Wert für uns. Ja, jetzt müssen wir natürlich... Das ist natürlich jetzt kein Problem. Wie kann ich denn die... Oh, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Oh mein Gott, oh 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 Gott. Oh, oh, wie mein. Oh, nee. Oh, nee. Nee, nee, habe ich auch kein Interesse dran. Wie breche ich ihn? Wie machen wir das jetzt, Chat? Also, die ist auch nicht mehr von Wert, die Hochzeit. Die haben wir mal für ein Bündnis gehabt, hat sich aber als. Hat sich als Fehler herausgestellt. Oh nö. Verlöbnis brechen. Ja. Mein Gott. Es, also. Es ist, wie es ist. Ja. Bündnis ausgelaufen. Oh. Das war vielleicht ein. Das war vielleicht. Schlecht. Das war vielleicht unser einziger Verbündeter, oder nicht? Nee. Auch nicht. Warte mal. Also, es war aber auch eine schwierige Gesamtsituation, ne? Was hat denn der jetzt hier? Der hat. Ja, wir werden da schon jemanden finden, der besser passt. Wir wollen. Wir wollen. Vererbliche Eigenschaften. Mhm. Vererbliche Eigenschaften. Wir nehmen intelligent und kerngesund, glaube ich. No. Ja, es hat sich herausgestellt. Hat sich herausgestellt, das war, hätte man auch, das ist schon okay so. Ich kann meinen Sohn das noch nicht antun. Ne? Schön. Die ist nämlich jetzt richtig schlau. Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem Anführer hier passiert ist. Dem fehlt irgendwie, also der ist wirklich, also der sollte lieber eine Maske tragen, sag ich, wie es ist, wa? Mischkultur. Oh. Bruder, ist das ein. Das Friedens- und ein Kreuz, oder? Okay, hier unten wird ein Krieg geführt. Tja, um was geht's denn bei dem Krieg? Ich muss mal kurz gucken. Was ist denn die Forderung? Oh Mann. Achso, das hier unten, es wird. Um den Bereich geht's hier. Sirpur. Gott, 3000. Es gibt einen Bauernaufstand. Okay. Sammelt die Truppen. Tötet die Bauern.
Okay, Bauernaufstand niedergeschlagen. Fantastisch. Meine Tochter. Warte mal, was? Wer? Ach so, da hat jemand noch eine Tochter bekommen. Die ist kerngesund. Schön. Ja. Unterrichtet das Kind bitte? Straßenstand. Verwaltungslebenserfahrung ist gut. Verlöbnis arrangieren. Wait a minute. Wer ist das? Uff. Hier oben. Ist das sein Erbe? Höfling? Nee. Warum denn der Höfling, Digga? Hä? Nee. Bin ich wieder da, Chat. So. Ehepartner finden. Matrilinear. Bro. Mit 34 ballert der da ruhig noch einen Bike rein, oder? Niedrig? Ist der keusch? Nein! Ach, Mann. Scheiße. Hier ist noch einer. Ja! Der ist ein Genie! Oh mein Gott, look at the stats. Look at them. Look at the stats. Yes. Oh mein Gott, das ist insane. Komm, lass die Hose runter. Mach mir einen Enkel. Los! Das ist der Falsche? Wait a minute. Mit wem habe ich die gerade verheiratet? Na gut, das geht. Es geht mir um den Stat. Der ist sogar Poet. Graue Eminenz. Könnte ihn als Diplomat haben. Oh, Scheiße. Stell mal vor, dein Vater kommt zu dir und sagt, das ist übrigens der Ali, der macht das jetzt. Ich habe mir den sein Resümee angeguckt. Warte mal, das ist da gar nicht Ali. Scheiße. Ha, sie haben schon unterschrieben, Herr Abarth. Sie haben schon unterschrieben, König Abarth. Ach du meine Güte. Ha, sie können ja gar nicht zurücknehmen, ja? Es geht um den Perk. Ihr seid immer für mich da und ich hoffe, dass ihr wisst, wie dankbar ich bin. Mein Mündel tritt an mich heran seitens Was? Mit seltener Besinnlichkeit? Die ist 6. What the fuck, Bro? Ich nehme der Besinnlichkeit? Was ist denn hier unten bei den Hakenkreuzrittern los? Okay. Hier wird auf jeden Fall gegenbewegt. Boah, weiß ich nicht. Ob ich mich dem Krieg anschließe? Oh mein
der hat halt überhaupt keine eigene Armee. Ah, ich weiß nicht. Schön. Sure. Ein seltsames Geräusch. Ah, ich krieg einen. Ich habe Geburtstag, let's go. Ich nehme das größte Geschenk. Ich bin Eigentümer des gesegneten Buntglases. Das ist doch Schwachsinn. Das ist doch scheiße. Frömmigkeit, Meinung vom Klerus. Ja, super. Toll. Bündnis ungültig. Oh mein Gott, der wurde... Der wurde... Was ist... Der wurde enteignet. Wer ist denn jetzt hier der neue Herrscher? Oh mein Gott, ey, was zur Hölle ist passiert? Er wurde enteignet. Er wurde einfach enteignet. Ja gut. Na gut, Jungs. Die Linken, die haben ihn enteignet. Unsere Tochter? Warum kann die verheiratet werden? Die ist 40 Jahre alt. Ist der Mann gestorben? Hat die irgendwer zurückgeschickt? Ist das eine Retour? Du vielleicht? Ich? Ich habe ja auch nichts gemacht. Ginny. Alter, kriegt die mit 40 noch ein Kind? Vielleicht ist es ein Leasing-Rückläufer. Das hier ist doch ein Kandidat für ein Bündnis. Alles klar. Wir brauchen das Bündnis. Wir brauchen immer Leute, auf die wir uns verlassen können. Besonders in so einer Zeit, in der es besonders kriegerisch wird. Ja, die Kinder gehören zu denen, aber ich will ja nur das, Ach du Scheiße, ja. Nee, das legen wir nicht an. Das lassen wir schön im Regal. Und da der 19 Jahre alt ist, wird er eine Weile im Amt bleiben, ne? Irgendwo hier. Also, welcher war denn das jetzt? Der hier. Oder was? Verlöbnis arrangieren. Welches Verlöbnis denn jetzt? Warum will der denn eine 12-Jährige heiraten, der kleine Wichser? Oh, hier oben ist aber auch wieder jemand, der kriegstechnisch auf jeden Fall gut potent ist. Oh mein Gott. What the fuck?
der hat leider schon einen Sohn, ne? Aber ich will eigentlich das Land von dem haben. Lass mich mal ganz kurz schauen. Also wir haben ihn mit 2,5 und wir haben ihn mit 1,2. Nee. Hat er Bündnispartner? Er hat ihn mit 2,4. Boah, scheiße. Ist relativ ausgeglichen. Ich schnapp mir den erstmal über das Bündnis und dann gucken wir mal, was passiert im Laufe der Geschichte. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein Bündnis und sind relativ potent, was unsere Bündnispartner angeht. Sind noch relativ nah dran. Hier, hier und da. Und dann schauen wir mal, wie unser Lehnsherr verkackt in dem Krieg. Sieht aktuell danach aus, als würde es nicht verkacken. Die greifen ihn jetzt an. Ja. Warte, Prifdir ist verstorben? Wer ist Prifdir? Oh. Cooler Bart auf jeden Fall. Also wenn die den jetzt kriegen, dann ist schlecht, ne? Weil die machen den alle. Oh Gott, der kommt nicht schnell genug zurück. Oh Gott, er gewinnt das. Nee, er verliert das. Er verliert das. Ich glaube, damit ist der Krieg verloren. An jeder Ecke Gold. Ich glaube, ihr seht's nicht. Aber die Realität ist... Das wird der Zeitpunkt... wo wir unseren Vasallen, unseren Herrscher, unseren Obergefreiten hier, des Königs, wo wir uns auflehnen, Unabhängigkeit. Wir werden die... Unabhängigkeit heraus, oh mein Gott. Das werden wir mal versuchen. Können wir das nicht über Krieg machen? Unabhängigkeitskrieg? Also, Chat, ist es der perfekte Moment oder ist es der perfekte Moment? Ich glaube, es würde gehen. Ja. Ey, jetzt. Das ist ein Unabhängigkeitskrieg, den wir führen können. Für die Freiheit! Und ich habe die ganze Zeit Verbündete akquiriert. Achso, der ist ein Vasall. Okay. Ich warte erstmal auf meine Verbündeten. Oh, ich bin so eine Ratte, ne? Verbündete da. Ich muss warten, bis meine Verbündeten ihre Truppen ausgehoben haben. Da kommt einer.
Meisterhafter Philosoph. Ui. Nicht schlecht. Ich warte mal, bis hier... Guck mal, was da kommt. Ich warte mal, bis die Verbündeten kommen und solange chill ich an meiner Base. Und gucke jetzt mal und warte mal kurz ab. Wir haben hier welche, da haben wir welche. Hier sind die Gegner noch. Wir kämpfen jetzt sozusagen dafür, uns vom Königreich zu lösen. Uns nicht mehr unterwerfen zu lassen. Das ist jetzt das Verlöbnis, oder was? Ja. Der, ich habe vorher extra überprüft, ob der Söldner holen kann. Der hat kein Geld. Ja, er hat kein Geld. Ich habe extra geguckt, ob er kann. Er kann nicht. Er kann nicht. Er hatte minus 200 oder 300. Er hat nicht das Kapital. So, und jetzt ziehen wir hier zur Hauptstadt und versuchen uns da... Für mein Profil wurde aufrichtig jedes loslassen, welches ich bedanke habe, zur Dessert zentral. Dieser Mensch zeigt keine Sache an Ruhm, sondern ist zufrieden, sein Leben im Dienst der Vishnu zu führen. Das ist mein Sohn, ja. Heimat, Grüße! Die gehen auch direkt auf die Stadt, oder? Auf die Hauptstadt? Ja, perfekt. Die können da drüben gar nicht einnehmen, weil die zu wenig Truppen haben. Bündnis ist ausgelaufen. Da ist jemand mit 19 gestorben? Hä? Hier. Nee. Wo war denn das? Bin ich bescheuert? Ach hier, üben. Hier drüber. Okay. Das ist ja interessant. Der ist mit 19... Was zur Hölle? Das heißt, meine Tochter... Ich hatte doch ein Bündnis mit der. Mit dem. Merkwürdig. Also ist jetzt nicht relevant für unseren Krieg tatsächlich, zum Glück. So. Okay, wir gehen hier drüben weiter. Bei Belagerung Gefangene gemacht. Ich muss auf jeden Fall Belagerungswaffen mal ausbilden. Das ist sonst echt kritisch. Patzer fühlt zu Anspruch. Oh, 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 oh.
Ich habe einen Anspruch auf das hier erhalten. Warum kann ich denn jetzt schon wieder meine Dings nicht bewegen? Das gehört 1200. Das ist nicht schlecht.